Unsere Handball-Heroes von den Mecklenburger Stieren. Würfe bis zu 120 km/h. Tore wie am Fließband. Packende Duelle und mitreißende Stimmung. Mit Ball, mit Herz und Leidenschaft. Die Mecklenburger Stiere bei TV Schwerin werden Ihnen präsentiert vom Steuerbüro Wächter. Kampf, Tore, Emotionen. Ihr freundliches Steuerbüro unterstützt den Schweriner Handball. Tatortzeit ist eigentlich am Sonntagabend, doch die Zuschauer in der Kästnerhalle bekamen schon am Samstag einen echten Krimi zu sehen. Ein Krimi, für dessen Happy End nur eine Winzigkeit fehlte. Es fehlt eben momentan dieses i-Tüpfelchen, dass wir die Punkte hier behalten, und das war möglich. Diesen entscheidenden Schalter, heute war es in der Abwehr plus Torhüter, dass wir den nicht umlegen können. Ja, das ist das Entscheidende. Einfach, das müssen wir besser machen. Er hatte im Krimi gegen den TSV Altenholz vorerst eine Nebenrolle, die des Anpeitschers und die des 7-Meter-Schützen. Mervin Calvert kam zu Saisonbeginn von eben jenen Altenholzer nach Schwerin und hatte sich sehr auf das Duell mit den alten Kameraden gefreut. Ja, ich habe überhaupt kein Problem, gegen einen Kumpel zu spielen. Es bringt mehr Spaß für mich, ich kann ein bisschen aggressiver, ohne irgendwas zu passieren. Und ich bin immer noch gut befreundet mit den meisten Mannschaften. Trainer Antemann konnte im Duell gegen den Tabellendritten wieder auf Stefan Riediger zählen, der nach abgesessener Rotsperre gleich wieder Vollgas gab. Die Stiere kamen ordentlich in die Partie. Marco Matic hatte über Nacht Fieber bekommen, trotzdem war er in der Anfangsphase kaum zu stoppen. 4 der ersten 8 Stiere-Tore gingen auf das Konto des Kroaten. Mehr als 2 Tore ließen die Stiere den Favoriten nicht wegziehen. Michael Höft glich per Doppelpack Sekunden vor dem Halbzeitpfiff aus. Die Gäste nahmen noch einmal eine Auszeit. 8 Sekunden noch auf der Uhr, das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn Altenholz nochmal zum Abschluss kommt. Es ging mit dem Teufel zu. Mit 15:16 ging es in die Kabine. Das Abwehrverhalten deines Teams schmeckte Trainer Holger Antemann gar nicht. Wir wollten eigentlich im Mittelblock die Räume eng machen. Und das ist uns nicht gelungen. Die Altenholzer konnten immer weiterspielen. Wir wollten auch mal festmachen, die Leute, dass sie den Ball nicht weiterspielen können, dass wir ihre Laufwege unterbrechen. Und das ist uns nicht geglückt. Sie hatten immer noch eine Alternative, den Ball weiterzuspielen. Und dadurch sind sie zu leichten Toren gekommen. Zweite Halbzeit. Die Stiere brauchten 2 Minuten, um in Führung zu gehen. Und genauso lange, um diese wieder zu verspielen. Den erneuten Anschluss stellte Bevin Calvert her. Auch wenn er in der zweiten Halbzeit weniger als Torschütze in Erscheinung trat, der Trainer weiß, was er an dem Australier hat. Der Typ ist unglaublich. Also, es ist ein Vollblut-Handballer, und ich mache den Bengel unheimlich gern. Ja, geht 100% im Training, der geht 100% im Spiel, und es macht richtig Spaß, mit ihm zu arbeiten. Besonders am Kreis konnten sich die Schweriner gegen Altenholz gut behaupten. Stefan Riediger schnürte nach 44 gespielten Minuten einen Dreierpack zur erneuten Schweriner Führung 24:23. Das Spiel wurde genau in dieser Phase zum echten Handballkrimi. 6 Minuten noch zu spielen, die Stiere mit einem Tor vorne und in Ballbesitz. Marco Matic befolgt die alte Trainerweisheit: Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann ab ins Tor damit. 31:29, und genau jetzt fehlte eben jene Kleinigkeit. Wenn wir mit 2 Toren führen, ich glaube 5 Minuten vor Schluss, dass wir dann clever genug spielen, vielleicht auch mal ein bisschen länger spielen, in die Lücken gehen, 9 Meter rausholen, cleverer agieren, dann in so einem Moment. Ne? Altenholz kämpfte sich wieder heran, ging durch Malte Vogt mit 2 Toren in Führung, eine halbe Minute war noch zu spielen. Schnell der Anschlusstreffer durch Hannes Brotmann, und die Stiere kamen tatsächlich noch einmal in Ballbesitz. Auszeit und 6 Sekunden noch auf der Uhr. So ähnlich war ja schon die Situation vor dem Pausenpfiff, diesmal mit dem besseren Ende für die Stiere. Leider nein. Die Erkenntnis bleibt: wieder auf Augenhöhe mitgespielt, aber es fehlt noch eine Kleinigkeit. Ja, das ist ein kleiner Schritt, das wir machen müssen mit dieser Mannschaft. Ja, die haben erstmal letzte Saison knapp in der Liga geblieben und neue Spiele geholt. Die mussten noch die ganze Mannschaft ergänzen, und das kommt noch. Vielleicht nächste Saison noch ein paar mehr Spiele und noch mehr Konsistenz. Und es wird knapp. Auch diese Saison müssen wir noch punkten.
denn der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt gerade mal 2 Punkte. Aber Bange machen gilt nicht. Aufrichten, weiter geht's. Nächste Woche nach Berlin, wobei das sicherlich eine ganz schwere Aufgabe wird. Ich habe gehört, die erste Mannschaft der Füchse spielt nicht. Dann werden sich sicherlich die Nationalspieler aus der ersten wie Drucks und Wiede und Weihrauch dann runterkommen und werden die zweite verstärken, weil sie natürlich auch jeden Punkt brauchen. Also das wird schon ein hartes Stück Aufgabe, aber wir brauchen uns nicht verstecken. Wir greifen an. Das nächste Spiel in eigener Halle ist dann am 18. April gegen den Oranienburger HC. Unsere Handball-Heroes von den Mecklenburger Stieren. Würfe bis zu 120 km/h. Tore wie am Fließband. Packende Duelle und mitreißende Stimmung. Mit Ball, mit Herz und Leidenschaft. Die Mecklenburger Stiere bei TV Schwerin werden Ihnen präsentiert vom Steuerbüro Wächter. Kampf, Tore, Emotionen. Ihr freundliches Steuerbüro unterstützt den Schweriner Handball.